Also vor allem einfach die Perspektive. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber das ist für mich echt das, was ich am ehesten aus dem Urlaub rausziehe. So diese Perspektive zum eigenen Leben. Dass man halt wirklich, also wie geisteskrank privilegiert man wirklich ist. Ja, manchmal braucht man so einen Reality-Check, um das auch wirklich nochmal enjoyen zu können. Urmani, dann gibt's ab. So, ich habe mich alleine, als ich wieder in Deutschland war, ich habe mich darauf gefreut, mich einfach in eine U-Bahn zu setzen. Und nicht über so einen holprigen Weg 2 Stunden im Taxi von A nach B gefahren zu werden. Ich habe mich letztens auf die fucking U-Bahn gefreut oder S-Bahn. Bekommt man als Tourist auch die negativen Seiten von Bali mit? Boah, also. Ich sag mal, du, wenn du willst, kannst du sie, glaube ich, sehr gut dodgen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, also ich würde sagen, die negativen Seiten, was sind die? Am Ende des Tages halt der Müll, der außerhalb der touristischen Gebiete rumliegt. Ich denke, das ist auf jeden Fall, also je weniger touristisch ein Ort ist, umso mehr Müll hatte man gesehen. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Und ansonsten. Sonst ist es halt am ehesten die Armut sozusagen, die halt schon auch noch teilweise herrscht. Ich dachte, ihr wart im Himmel auf Erden. Ja, also da, wo wir waren, war immer ultra krank. Wir waren halt meistens in so Hotels, die wirklich so wie Resorts waren quasi. Da konnte man sich das schon sehr, sehr gut gehen lassen. Warum spielen wir jetzt eigentlich gegen fucking Yumi Twitch? Das ist ja disgusting. Was gehen wir für ein Item-Bild? Gehen wir einfach auch Collector AI? Oder was ist aktuell auf... Was ist denn aktuell auf Aphelios angesagt, guys? Ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Ihr seid doch alles Aphelios-Experten. Ist ja highly enjoyable hier. AI Lord Dominix. Mal gucken, dass wir hier nicht gegankt werden. Kann sie nicht mal auto-taggen? Frisch. Jarvan wird jetzt gleich Bot sein. Nicht Bot. Wo ist Jarvan, unser Bre? Collector AI? Ich hätte jetzt auch gesagt, Collector AI ist so das Standardding. Das ist Jarvan. Ist jetzt schon sehr cringe, was wir hier machen, Guys. Ja, ich bin jetzt raus. Das ist wirklich ganz komisch, was wir hier machen. Also das war ja wirklich Quatsch. Oh Mann, jetzt steht die Wave auch schon wieder scheiße. Thresh, du alter Haudegen. Das war wirklich überkacke. Ja, die pushen die Wave, dann ist nicht ganz so schlimm. Dann ist nicht ganz so schlimm. Wie hast du Challenger eigentlich gefeiert? Laxo, ich habe Challenger alleine in meiner Stube gefeiert. Das war... irgendwie ein bisschen antiklimaktisch.
war so ganz komisch. So, das war eines der größten Ziele, die ich in meinem Leben hatte in dem Moment. Und dann war ich ganz allein und konnte es irgendwie nicht so richtig mit irgendjemandem teilen. Das war ein sehr komisches Gefühl. Jarvan ist top. Das ist eigentlich relativ strong gerade, wenn er einen Hook trifft. Er steht so weit hinten, der Bruder. Oh, ein Zaubertrick, so. Na, Galio's Mist ist ein Argument. Ist aber auch, der Drake ist aber auch irgendwie ein bisschen cringe. Weil Jarvan sollte top sein, ich glaube, ist okay. Ganz kleines bisschen muss ich auch aufs Game konzentrieren. Ich spiele Aphelios. Ich weiß nicht, warum ich den Kollegen gepickt habe. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Der ist auch eigentlich ziemlich gut in dem Game gegen 3 Melees. Und schon mit arbeiten. Ist ein Video dazu, wie ich Challenger geschafft habe. Nee, aber werde ich noch machen. Also ich habe das entscheidende Game zu Challenger habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Und ich werde so ein so Review-mäßig wollte ich das auf YouTube holen. Oh, ich muss jetzt ein bisschen Schiss haben vor dem Jarvan. Er schmuft Mitte, weiß nicht auch nicht ganz, was seine Aufgabe hier ist. Oh, das ist jetzt richtig kacke. Tot. Ah! 4 AP. Ja, ich weiß nicht, der ist irgendwie vor Fun Mitte gelaufen, der Thresh. War irgendwie nicht so das Wahre. Er ist nicht nur vor Fun Mitte gelaufen, er ist sogar Mitte gelaufen, um zu sterben. Das ist natürlich noch besser. Ey, ohne Barrier wäre ich tot gewesen, ne? Mit Heal wäre ich gestorben. Okay, schwieriges Game. Gucken wir mal. Ah, ich sollte das später ziemlich hart carryen können, eigentlich. Das ist schon ein ziemlich gutes Aphelios-Game. Hätte ich da gerade schon Ult gehabt, hätte ich den Twitcher 1v2 wahrscheinlich gekillt. Oh. So, mal jetzt, wir chillen jetzt hier erstmal. Ich habe halt immer noch keinen Flash. Aber gleich wieder ab. Ich glaube aber auch nicht, dass wir 2v2 gerade gewinnen. Wobei, die hat Ignite raus, hat die auch Exhaust raus, ist die Frage. Schon alles irgendwie nicht so geil. Wenn ich hier einfach. Ich bin 20 CS vorne. Das ist schon. Gar nicht mal so bad. Okay, nice. Cleanse for free. Huge.
Weiß halt nicht, ob das so wirklich Sinn macht, vorm Turret zu siegen, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich absolut horrible Waffen, jetzt muss ich erstmal chillen. Das wäre jetzt so ein Moment, wo Twitch mich einfach killen könnte, wenn er wüsste, wie kacke ich gerade mit den Waffen bin. Also ganz ehrlich, ich bin eigentlich relativ happy, wie die Lane läuft, weil die uns null pressuren. Das ist schon okay. Ja, Mike Nike, danke für den Sub. Hermin Gide, danke schön. Weil der hat jetzt keinen Cleanse mehr. Also wenn ich Graviton Q hitte. Oh, schade. Dann ist das, glaube ich, schon winnable. Ich würde hier gerne recallen. Vorm Drake mit Collector wiederkommen. Für den Drake-Fight. Ich habe keine Boots, Junge. Ich bin so langsam. Guckt euch das an. Einfach ein Panzer. Mit Grünilia fühle ich mich auf jeden Fall immer wie ein junger Gott. Ja, aber nicht gegen Yumi ist das Problem. Ich habe halt nicht genug DPS, um die zu killen. Wobei, wenn er keinen Cleanse hat, könnte es echt ein Ding sein. Das ist auch ganz frech hier gerade. Das war ja wirklich hochgradig illegal von denen. Ach, na klar, Riot Games! Schöne Lantern, schöner Hook. Alles schön. Push hier noch weiter. So. Können wir Drake noch machen? Das ist schon ein bisschen late. Ich würde eigentlich gerne Base, aber sollten wir versuchen. Das war ja... Was hat er sich denn da jetzt erwartet? Ich würde ihn gerne killen. Tötet keine Ult mehr. Ich dachte, Xin ist da. Schade. Brother, Rückzug. Da war die ganze Mannschaft. Toplin ist ja so raus aus dem Game. Toplin wird auf jeden Fall ein kleines Problem werden in dem Spiel. Jetzt Bot. Ich würde gerne den ganzen Tower droppen, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, ehrlich gesagt, leider. Ja. Vielleicht hätten wir aus Base direkt Mitte gehen sollen. Die hat ja nicht mal geultet, die ist 3 Level über mir. Oh. Hook? Wir kommen jetzt kein Hook, Bruder. Brother Hook? Wir müssen jetzt Mitte pushen hier. Okay, not bad. Das hier hingegen ist sogar sehr bad. Ah, wir haben die Kamel bekommen, oder? Blöd. Wir kriegen sogar... Nein, mit den Tower kriegen wir nicht. Hier ist noch eine Wave.
Scheiße. Ja, da gerade Rappen Switch. Boah, stark. Sehr, sehr schön. Oh, ein guter Hook von Thresh. Well played. So. Fabi, danke fürs Sub. Bisschen. So, wie ging das Mitte? Bin noch nicht ganz so stark, ne? Ich glaube, sobald ich Infinity Edge ready habe, bin ich ultra strong. Bis da müssen wir noch ein bisschen chillen. Was ist hier los? Ah, Mayday. Oh, den habe ich wegcollected. So, jetzt müssen wir Toplane hier finden. Ja, Mordek hat immer noch ein kleines Problemchen. Aber die Camille ist auf jeden Fall nicht so gut darin, das Game zu snowballen. Das ist schon mal sehr gut für uns. Drake ist gleich wieder ab. Noch kein Flash, also der wird sehr eklig, der Drake-Fight. Der wird sehr, sehr eklig. Hab ich die richtigen Waffen eigentlich dafür gerade? Oh, da war der Thresh wirklich weit weg von mir. Das war gar nicht schön. Da habe ich gerade schon mit meinem Leben abgeschlossen. Der Thresh muss hier halt immer auf meiner Wave sein. Damit ich absteppen kann. Ich kann hier halt auch nicht lang. Ich kann hier nicht lang, Guys. Jetzt kann ich lang. Okay, sehr schön. Drake haben wir auch noch bekommen. Ja, GG. Das soll die Game sein. Das war jetzt irgendwie ein bisschen sehr einfach. Nicht ganz sicher, was der Charmander da für einen Plan hatte. Aber der Thresh macht jetzt aber auch einen guten Job, muss man sagen. Also das ist... Bisschen Sorge gehabt. Der Anfang war sehr slow, aber jetzt macht er das, was er soll. I like it. Gehen jetzt mal Base hier, ein Tempo verschleppen. Was zum Fick hat sich Twitch gebaut? Was ist das? Scouts Slingshot. Damaging the Champion deals 40 Damage, Attacks reduce the square by 1 second. Ah, das ist quasi das neue Kirche-Ace, oder was? So, okay, jetzt haben wir auch Thumbs wieder ready. Jetzt bin ich gottlos stark. Jetzt will ich richtig, richtig fetzen. Jetzt into top. Okay, dann gehen wir mal Mitte. Ist jetzt natürlich sehr ungünstig. So ungünstig ist gar nicht. Ich hab die falsche Waffe gehabt. Wenn ich den weißen Tower stelle, will ich immer mit der Sniper angreifen, sonst hat man zu wenig Attack Speed. So, wir nehmen jetzt mal Red Buff.
Also, so wie der Twitch spielt, hätte er auch ohne Clans spielen können. Das ist ja eh nie ready. Herald. Das ist kein guter Nash, guys. Das ist wirklich kein guter Nash. I don't like it. Ja, der war echt scheiße, der Nash. Aber hätte schlimmer sein können. Immerhin noch Galio Flash bekommen. So wie du gegen Yumi Twitch sieht auch sehr playable aus. Ja, nicht mit den Waffen. Das Problem ist halt, Twitch kann einfach auf mich raufrennen und Thresh muss halt in Range für E sein oder einen Hook treffen. Oh, schöner Cancel aber. Schöner Cancel. Well played. Jetzt habe ich natürlich keine Summoners mehr. Das ist sehr kacke. LDR into BT klingt nach einem Plan, ja. Aber nicht für 100% Crit zu gehen, klingt irgendwie auch scheiße. Kein Flash jetzt. Das zackt schon böse rein. Ich meine, wir haben Thresh. Irgendwie noch meine Gravitum loswerden für den Fight. Oh, 38, 37 Schuss ist schon nicht so geil. Ja, ich kann nicht mehr Mitte steppen. Wenn ich Mitte gehe, dann... Wir sollten zusammen Mitte gehen eigentlich. Wir haben auch noch einen Ward am Nash, das ist huge. Ich weiß nicht, was die Gegner machen. Die sind nicht Mitte, die sind nicht am Weg. Ah, da sind die Gegner. Autosack. Schade. Wie lange die Camel überlebt hat, Alter. Ja, den Fight haben wir richtig kacke gespielt. Also nicht ich, ich finde, ich habe den eigentlich ganz gut gespielt. Meine Ult war nicht so nice, aber sonst. Aber abseits davon. Aber ich hab das Game da gerade ein bisschen gerettet. Hätte ich da Flash gehabt, hätte ich alle gekillt. Er hat leider den Drake bekommen, der Jarvan. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir Lord Dominix. Haben wir das schon echt lange durchgehalten wegen dem scheiß Death Dance. Ich glaube, ich gehe sogar Vamp Scepter über BF. Weil ich habe gar keinen Lifesteal ohne rote Waffe. Hätte ich da meinen Ult länger gehalten? Die hat halt nur Dingens getroffen, ne? Die hat nur Galio getroffen. Hätte ich da meine Ult am Ende noch ready gehabt, wäre huge gewesen. ...50 auf Flash. Muss jetzt ein bisschen diszipliniert sein. Twitch kann mich jetzt halt auch einfach runterrennen auf der Midwave, ist das Problem. Das ist echt gut. Dass er das überlebt. Meine Ult hat ihn wieder nicht gehittet, leider.
ich kann ihn nicht hitten, weil er unsichtbar ist. Ah, ist doch scheiße. Ich hab meine Q sogar getroffen. Machen wir jetzt ohne? Weiß ich nicht, ob ich ein Fan davon bin. Okay, wir one-shotten den einfach. Ich krieg den Tower dafür, aber ganz ehrlich. Also halt. So, jetzt haben wir 4 Items und Summoners. Also jetzt müssen wir aber auch rein smurfen. Meine Waffen sind kacke. Die müssen wir jetzt schnell wieder loswerden. Ich will, am besten will ich haben grün-weiß. Also Sniper und weißer Tower. Ich glaube, das ist das Beste, was ich haben kann. Also das, was ich gerade am Nash hatte. Ich bin da jetzt ganz, ganz weit von entfernt. Das heißt, wir müssen die jetzt einmal durchcyclen hier, die Waffen. Der Xin muss mit uns halt auf die Wave laufen eigentlich einfach. Wir wollen nicht weiter Mitte pushen, weil dann werden wir collapsed und dann haben wir ein ganz großes Problem. Schade. Oh mein Gott! What the fuck? Mhm. Ja. Welcome back, meine Freunde. Das war doch ganz nett. Ich meine, wenn ich da keinen Flash habe, ist das ein richtig gutes Play vom Lavan. Aber ich hatte halt leider Flash. GG! Let's go! Da sind wir! Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Der Teilzeitspieler hat sich den auch noch auf jeden Fall verdient. Was ist das denn? Brother, Aber wir werden uns dran gewöhnen, Guys. Wir gewöhnen uns an alles. Also wir hatten Flitzekacke in der Mitte und den Teilzeitspieler auf Thresh. Das konnte nur gut werden, das Game. Das konnte nur gut werden. GG.